Ich war auch schon an einem Vulkan in der Sierra Nevada und dachte mir da, das ist mein Ende sozusagen, weil ich nicht mehr rauskam. Ne? Andalusien, Sierra Ja, Nevada, bist du da irre. Und Und ich habe gemerkt, dass den sogenannten Komfort oder das Eigentum oder das Besitztum gar nicht so wichtig ist für mich. Ich habe mich so beschränkt und manchmal, ich kann schlecht was wegwerfen oder weggeben oder sowas, aber da tue ich mich immer leichter. Und je weniger ich eigentlich habe, umso wohler fühle ich mich. genau, es gibt auch den. Einsam bin ich manchmal, also ich bin viel alleine, aber am wenigsten alleine bin ich in Italien, weil die Italiener, wo ich auch hinkomme, schon bin ich unter Italienern. Ne? Und zum Rauchen höre ich auch noch auf. So, Beppi, du machst Frühstück. Was möchtest du mir zeigen? Hier backst du die Semmeln auf. Das hier, das ist ein Toaster und da gibt es so einen Aufsatz dafür und das heizt so schön die Semmeln auf. Ja, super. Okay, aber wir frühstücken draußen, ne? Okay, gut. Alles klar. Ja? Ja? Ja, ich bring einfach raus. Ja, ich helfe dir gerne. Gib Nee, mir nee, nee, nee. einfach die Sachen Ich an. mache so einen Teller mit verschiedenen Sachen und da komme ich raus. So eine typische bayerische Brotzeit. Nee, Nee, nicht nicht weniger ganz. bayerisch. Vegetarisch. Vegetarisch, okay. Aber Vegetar vegan. vegan, Nee. aber ich sehe Wurst. Ist das vegane Wurst oder was ist das? Nee, ich glaube nicht. Ja, weil du sagtest vegan. Ja, nee, ich bin nicht Veganer. Aber ich esse viel vegan. Alles klar. Hauptsächlich Fisch, wenig Fleisch. Okay, alles klar. Bis gleich. Yeah, good morning. I had a very good night. It was really very comfortable to sleep in the rooftop tent. And yeah, now I will have breakfast together with Beppi. Ja, ah, okay, die Schnur hängt da noch. Moment, warte mal, die habe ich rumgebunden. So, das ist hier. Danke. Okay. Alles klar. Das wird alles gefilmt. Natürlich, alles für deine Tochter. Baby, ich hole noch ein bisschen Orangensaft. Ich mag Orangensaft. Den Saft. Dann stelle ich mal hier hin und ich hole noch zwei Becher. Was meinst du? Okay, aber du brauchst ja auch einen Becher. Okay, keine Becher. Möchtest du keinen Orangensaft? Möchtest du keinen Orangensaft? Nee, nee, danke. Okay, das heißt, ich benutze den zweiten Becher Ja. hier. Okay. Mit vollem Mund spricht man nicht. In der Süddeutschen Zeitung. Das ist meine Zeitung. Ich habe die abonniert. Da kann ich wunderbar in meinem
Tablett lesen. Mhm. Und ist eine gute Zeitung. Ich fragte bei Willi, ja, wenn ich mit dir rede, ja, soll ich tief bayerisch sprechen? Versuch es mal, ich versuche es zu verstehen. Ja? Wahrscheinlich verstehe ich nur wenig, aber ich versuche es mal. Weil meine Ex-Frau, die war aus Düsseldorf, also norddeutsche Dialekt und so. Und Westdeutsche. Hm? Westdeutsche. Ich komme ja auch aus der Ecke von Düsseldorf, aus dem Rheinland. Genau. Ja, und die haben auch einen sehr schönen Dialekt, das Rheinländische. Mhm. Ja, die war in Bayern hier in München, habe ich die kennengelernt. Und war Lehrerin. Und der Gefühl ist sehr gut in Bayern, in München und so. Und die liebte Bayern, mhm, aber sie hat kein Wort sprechen können, bayerisch. Hat sie es denn versucht? Wollte sie es versuchen zu lernen? Nee. Die hat gesagt, das können wir besser. Mhm. Hört sich besser an. Und die hat, wenn ich Norddeutsch gesprochen habe, Hochdeutsch, da hat sie manchmal zu mir gesagt, ach, Peppi, komm, sprich bayerisch, das gefällt mir so gut. Die hat alles verstanden. Mhm. Und dann habe ich wieder bayerisch geredet. Also du sprichst auch richtig bayerisch. Weil, ich frage das, ich glaube hier in Bayern, da sprechen ja die meisten Menschen den Dialekt, den bayerischen Dialekt, die meisten. Aber nur auf dem Land. Nur auf dem Land? Ja, ja, okay, auf dem Land. Aber ich zum Beispiel, wir haben ja auch unseren eigenen Dialekt in, mhm, Westdeutschland, im Rheinland. Und ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Ich verstehe es, aber ich spreche es nicht. Ich habe vielleicht den Akzent, aber das richtige Plattdeutsch, was man bei uns spricht, spreche ich nicht, weil wir es in der Familie nie gesprochen haben. Ah ja. Hm. Das war etwas verpönt wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht. Ländlich. Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ich glaube, hier in Bayern sprechen die Menschen auf dem Land fast alle noch richtig bayerisch. Und die haben, glaube ich, auch ein anderes Selbstbewusstsein. Mhm. Dazu muss man sagen, dass es in Bayern mindestens 10 verschiedene Dialekte gibt. Mhm. Ich kann zum Beispiel, wir sind hier in Oberbayern. Mhm. Und wenn man noch ein bisschen weiter fährt, nee, ist es Oberbayern oder ist es schon Niederbayern? Hier? Ich würde sagen, es ist Oberbayern noch. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ja, Oberbayern. Mhm. Und wenn man noch ein bisschen weiter östlich fährt, dann kommt Niederbayern. Mhm. Und die sind nahe an der Grenze zu Tschechien und zu Österreich. Und die sprechen wieder einen anderen Dialekt. Ja. Und wenn man weiter nördlich fährt, dann kommen die Oberpfälzer, die sprechen. Genau, und wenn man in den Nordwesten fährt, dann kommt man nach Franken. Genau, die sprechen wieder ganz anders. Wieder einen anderen Dialekt, einen netten, schönen Dialekt haben die. Genau, apropos Franken. Ich war vor 2-3 Wochen noch in Franken. Und zwar war ich in Bad Kissingen. Ja. Das ist ganz oben im Nordwesten Bayerns, in, mhm, in Franken. Und ich bin mal gespannt, ob du das weißt. Dann bin ich in ein Restaurant gegangen und habe mir ein Schäufele bestellt. Ja. Ein Schäufele. Weißt, ja, du, was das ist? Ja, das ist so eine Art, bei uns sagt man Kaiserschmarrn. Das ist so in der Pfanne rausgebacken. Nein. Nein. Was ganz anderes. Das magst du bestimmt auch sehr gerne. Ein Schäufele. Schäufele ist fränkisch die Verniedlichung, ja, für Schaufel. Eine Schaufel. Ja. Ein Schäufele. Ja. Und das ist das Schulterstück vom Schwein, weil das Schulterstück vom Schwein sieht aus wie eine kleine Schaufel. Und das haben die gebraten oder gebacken oder, ja, wie auch immer. Das ist ein Schweinfüller, eine Schweinschulter, die Schweinsschulter, das Schäufele. Ja. Und das wurde dann mit Knödeln, glaube ich, und Rot,
Rosenkohl, ich bin mir nicht ganz sicher, Rotkraut serviert. War gut, gell? War sehr lecker. Ja. Aber kein Kaiser, stimmt. Kein Kaiserschmarrn. Stimmt, stimmt, jetzt weiß ich's wieder. Moment, jetzt. Also, Beppi, kennst du das Schäufele? Egal. Wir sind ja Camper, wir können auch mit vollem Mund babbeln. So wie es du sagst, ist mir die Schäufele nicht direkt geläufig, aber ich kann mich schon erinnern, dass das gibt, ne, dass das fränkisch ist und es hört sich auch so fränkisch. Ne. Jetzt spreche ich mal fränkisch. Ja, das Schäufele, das haben wir auch und so weiter und es schmeckt gut, gut schmeckt es. Ja, aber ich glaube, das ist beim, in Bayern ist das einfach eine Schweinsschulter. Ich denke gerade noch, was auf Bayerisch üppig. Kann man sagen. Wahrscheinlich auch üppig. Ja. Oder? Genau. Also das Frühstück ist für dich sehr wichtig. Ja. Ja. Und da gibt es oft den ganzen Tag nichts mehr. Und abend dann. Ich bin kein großer Esser, weißt du? Ja, ja. So, Beppi, du hast ja gestern erzählt, dass Kalabrien dein Lieblingsort ist in Italien, ne? Region, sagen wir so. Oder die Region, genau. Jetzt in Kalabrien, wo findest du es am schönsten? Was kannst du hier empfehlen? Wo waren wir gerade? Da oben ist Crotone, hier oben. Genau. Genau. Diese Gegend. Ja. Ne? Das ist voller Buchten, eine Bucht nach der anderen. Mhm. Wunderschön, und du kannst in die Buchten reinfahren, direkt da am Meer stehen und so. Also praktisch die Südküste von Kalabrien. Aber das, sagen, ja. Genau, das ist ja der Süden. Genau. Mhm. Mhm. Und das sind meistens, sagst du, schwarze Sandstrände, also vulkanischen Ursprungs. Ja, bei Crotone war das. Bei Crotone, okay. Genau. Genau. Mhm. Richtig. Und da ist es, was hier. Ja. Ne? Ja. So, und jetzt zeige ich dir mal, was ich vorhabe. Also, wir sind ja jetzt hier unten im tiefen Bayern. Mhm. Hier, genau. Mhm. Und danach fahre ich dann durch Österreich. Österreich. Das ist, genau, Österreich. Tschechien. Und nee, Ungarn. Ungarn. Genau, Ungarn hier weiter durch und dann durch Serbien. Ja. Serbien. Bulgarien. Mhm. Und in Bulgarien treffe ich noch einen weiteren Freund, der mir seine Stadt zeigen möchte. Und dann bin ich schon auch in der Türkei. Und dann geht es praktisch so am Schwarzen Meer entlang, ja. Im Uhrzeigersinn. Jetzt wird's dreckig da hinten. Ja, wieder runter, ja. Durch den ganzen Süden entlang und dann wieder zurück. Das ist ja, mein super. Plan. Bald 8 Jahre lebe ich in diesem Wohnmobil. Mhm. Und die ersten Jahre habe ich dir erzählt auch, wie ich weggefahren bin. Es war die Trennung in Pocking, also bei Passau. Mhm. Von meiner Ex-Frau, und dann bin ich ein paar Tage später bin ich nach Portugal gefahren. Mhm. Da bin ich durchgefahren sozusagen, und in Portugal habe ich, und mir ist jede Minute, ist mir meine Frau und meine Beziehung, die jetzt wieder, meine Ehe, die wieder gestrandet ist zum zweiten Mal schon, ist mir durch den Kopf gegangen. Und je weiter ich wegkam, jetzt hole ich ein bisschen aus, weiter ich wegkam, umso mehr ließ ich das hinter mir. Das heißt, ich habe auch Erfahrung damit, dass eine geografische, das heißt räumliche Distanz auch eine geistige Distanz herstellen kann. Mhm. Und in Portugal bin ich zum ersten Mal, habe ich das gemerkt, wie ich da am Atlantik war und den hohen Wellen und diese wunderschöne Landschaft, habe ich zum ersten Mal Stunden nicht mehr daran gedacht. Mhm. Oder ein paar Wochen später habe ich Tage nicht mehr daran gedacht. Mhm. Also, das jetzt. Und aber es war immer, aber ich brauchte Zeit einfach, das
dass ich mir gedacht habe, ja, jetzt habe ich das Haus in München verloren und das ganze Zeug und die Wohnung mit der Brigitte und so weiter, jetzt habe ich gar nichts mehr und habe nur noch mein Wohnmobil, ob das denn auf Dauer gut ist für mich. Und das, dass ich mir was besorge oder anschaffe oder was miete, zum Beispiel einen festen Sitz, festen Wohnsitz, das habe ich immer mehr abgelegt. Und ich stand immer mehr hinter dem, dass das meine Lebensweise ist, mit der ich am besten zurechtkomme und mit der ich hoffentlich auch noch einige Jahre leben kann. Und das macht was aus mit dieser Sinnhaftigkeit, dass ich mir immer gedacht habe, das ist doch hier, verrückt. Und andere Leute haben mich beneidet, aber es gab auch Stimmen, die sagten, also ich möchte es nicht so haben. Ich möchte schon ein Zuhause haben. Ja, aber vielleicht haben diese Menschen, die das zu dir gesagt haben, das eben auch noch nie ausprobiert. Ja. Die haben es noch nie ausprobiert. Ja. Und was gefällt dir denn so sehr am Campen, am Unterwegssein? Erstmal gefällt mir an dem ganzen Drum und Dran, dass es nur für mich ist. Ich brauche niemanden Rechenschaft ablegen. Ich brauche nur einmal in 2 Jahren zum TÜV zu gehen, meine Steuer zu machen und dann ist es. Ich habe keine Verpflichtung mehr. Und meine Tochter, zu der ich jahrelang Verpflichtungen hatte, eben weil sie da, die ist so gut untergekommen und die hat und ist so zufrieden mit ihrem Leben und so weiter und die immer zu mir sagt, Papa, mach das genauso, wie du das haben willst. Und die unterstützt mich dabei. Und das Wegfahren und auch wichtig ist für mich die kalte Jahreszeit bei uns, der Winter, das schlechte Wetter, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und da im Süden. Und jetzt kommen wir zu Italien, dass ich ein Italien-Fan bin, ein Verehrer und verliebt bin in dieses Land mit allem drum und dran und so weiter. Das kommt dazu und deswegen gefällt mir das auch so. Und vor allen Dingen auf mich selbst gestellt. Ich kann entscheiden, was ich will. Ich kann nicht mehr mit Brigitte, wenn wir irgendwo hingefahren sind, dann hat sie erst mal rumgemeckert, dass sie eigentlich woanders hinfahren wollte. Dann sind wir woanders hingefahren, dann war das auch nicht recht und so weiter. Ich konnte nie so richtig frei. Und jetzt kann ich mich, ich fahre unterwegs und ich fahre ja einmal dahin, ohne Ziel. Das ganz grobe Ziel ist Süden. Das ist für mich ganz wichtig, Süden. Sonne ist für mich Helligkeit. Könntest du es dir vorstellen, dass du vielleicht in der wärmeren Jahreszeit, also im Sommer hier in Mitteleuropa, auch mal in den Norden fährst, nach Norwegen, Schweden? Ich bin eingeladen worden dazu. Würde dich das reizen? Nein. Also der Süden, ich kenne eine Spanierin, die ich in Italien kennengelernt habe. Ja. Die ist jetzt, die hat auch ein Wohnmobil, mit der habe ich sehr viel Kontakt. Und die ist jetzt im Sommer ans Nordkap gefahren und hat mir berichtet davon. Ja. Und ich kenne auch Leute, die da waren. Naja, man hat das Gefühl, ja, jetzt im nördlichsten, der nördlichsten Gegend der Welt zu sein. Aber ich, ganz ehrlich gesagt, ich brauche das nicht. Okay. Beppi, wenn man Camper ist, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist oder mit dem Dachzelt oder mit dem Zelt oder wie auch immer, ja? So denkst du, dass man ein bestimmter Typ von Mensch sein muss? Kannst du dir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die dafür nicht geeignet sind? Das heißt, aus deiner Sicht, was muss man denn persönlich mitbringen, damit man sich auf sowas einlassen kann? Ja, ja, vor allen Dingen, man muss flexibel sein und das Wichtigste, tolerant gegenüber anderen Dingen.
Das heißt nicht Gleichgültigkeit, sondern tolerieren, ja, das ist so. Und nicht rummeckern, dass einem das nicht gefällt und das ist so und das ist so, sondern tolerant, wenn man sagt, und erstmal überrascht, das gehört auch dazu, überrascht, was es alles gibt, was es für Menschen gibt. Das heißt, tolerant, Offenheit, Toleranz, Offenheit, genau. Das muss vorhanden sein. Mhm. Zugänglich, nicht verschlossen, zugänglich. Mhm. Mhm. Und seine eigene Persönlichkeit dabei bewahren können. Mhm. Auch zulassen, dass man an seiner Persönlichkeit dann Dinge bemerkt, die man eigentlich gar nicht so gerne hat, aber die einem anhängen, über den man sich nie Gedanken gemacht hat. Und da sieht man, dass es anders sein kann und sagen, so genau, das gefällt mir. Und das auch annehmen können. Ja. Beppe, jetzt hast du mir viel von den positiven Dingen erzählt und was man mitbringen muss. Man muss sich halt darauf einlassen können, etc., um hier dieses Vanlife, hier dieses Campingleben führen zu können. Gibt es denn auch ein paar negative Aspekte, die du vermisst, wenn du mit dem Wohnmobil unterwegs bist? Meinetwegen, also jede Medaille hat ja zwei Seiten. Mhm. Was ist denn die andere Seite der Medaille? Ja, die andere Seite der Medaille, die habe ich auch kennengelernt. Aber so wie es mir bisher, also da kommt von Überfall und so weiter, ne, solche Dinge. Und dass ich auch sparsam sein muss mit den Finanzen und so weiter. Mhm. Und Dinge. Aber das, was er bisher, ich war auch schon an einem Vulkan in der Sierra Nevada und dachte mir da, das ist mein Ende, sozusagen, weil ich nicht mehr rauskam. Ne? Mhm. War in Spanien? Das war Spanien, mhm. Andalusien, ja, ja. Sierra Nevada. Ja, bist du da stecken geblieben oder was ist passiert? Am Vulkan, im Vulkansand? Ja. Und wieso hattest du... wirklich, oder warst du in Lebensgefahr? Hattest du Angst um dein Leben? Angst direkt nicht, aber ich habe mit Ella mich sozusagen besprochen und habe gesagt, Ella, hier ist es wunderschön, eine wunderschöne Landschaft. Ich bin da durchgefahren, ich fahre ja einfach so, wie es mir gerade gefällt. Und da sehe ich Rauch aufsteigen und dachte mir, das ist... Ich wusste Vulkanland und dann bin ich in eine Gegend gekommen, wo es ziemlich steil bergab ging. Ne? Und dann sind wir da runtergefahren und dann dachte man, sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist irre, irre ausgefallen an einem kleinen Vulkansee, der gedampft hat. Und aus dem Felsen schwoll warmes Wasser raus. Ja. Irre, irre. Hast du dort gebadet? Ja. In diesem warmen Wasser? Ja. Okay. So, und dann bist du mit dem Wohnmobil stecken geblieben im Sand? Ja, und dann wollte ich nach ein paar Tagen so lang, einsam, kein Mensch, die ganze Zeit nicht und so weiter. Und dann wollte ich eigentlich wieder wegfahren und den Berg, den ich darunter bin ich nicht mehr hochgekommen. Und es ist immer schlimmer geworden, ich bin abgerutscht und bin dann mit dem Hinterteil gegen einen Baum geknallt. Oh, oh, oh. Mhm. Und da war ich gehängt und bin nicht mehr weggekommen und weit und breit keine Hilfe, nix. Und wie hast du die Situation gelöst? Ja, ich habe dann erstmal mich mit Ella besprochen, was wir jetzt machen wollen. Aber übrigens, Ella ist Beppis Hund. Ja, und genau. Und uns beiden wurde klar, das Leben ist so schön und die Welt ist so schön. Wir wollen schon noch weiterleben. Und tutto andra bene. Hinten alles eingedrückt. Genau. Und dann hörte ich nach Stunden ein Motorgeräusch. Oh, wo ein Motor ist, da ist auch ein Mensch. Und wo ein Mensch ist, ist auch Hilfe. Da bin ich dem Motorgeräusch nachgegangen, 2-3 Kilometer. Da sehe ich da einen Bauarbeiter, der so einen Schaufelbagger hat und der irgendwas rumgeschoben hat. Und dem habe ich das erklärt, habe gesagt, kein Problem. Sind wir zurückgefahren, habe mich eingehängt oder... Kein Problem. Kein Problem. Ruckzuck warst du raus. Ja, ruckzuck waren wir raus. Und jetzt kommt eine schöne Geschichte. Und dann wollte ich ihm Geld geben. Ich habe ihm 20 Euro hingesteckt. No. Mm. No. Amigo. Mm. Amigo.
Sisi, Spanisch, no, no. Mm, mm. Baby, gibt es... Jetzt muss ich, ja. Die Geschichte muss ich nur fertig erzählen. Ja. Und dann habe ich ihm zu verstehen gegeben, ob er in den Himmel will. Oder zum Diavolo. Sagt er natürlich so. Dann musst du die 20 Euro nehmen, sonst kommst du nicht in den Himmel. Hat er die 20 Euro genommen, ne, und es war weg. Das war so nett. Super, irgendwie. Super. Beppi, letzte Frage. Vermisst du irgendetwas an Komfort? Manchmal, aber ich habe mich daran gewöhnt, dass alles viel kleiner geworden ist. Und ich habe gemerkt, dass den sogenannten Komfort oder das Eigentum oder das Besitztum gar nicht so wichtig ist für mich. Ich habe mich so beschränkt und manchmal, ich kann schlecht was wegwerfen oder weggeben oder sowas, aber da tue ich mich immer leichter. Und je weniger ich eigentlich habe, umso wohler fühle ich. Genau, es gibt auch den schönen Spruch und ich glaube, an dem ist wirklich belastet. Was dran. Eigentum macht unfrei. Ja. Ich kann auch viel mehr hergeben. Geben macht seliger denn nehmen. Ja, wirklich. Das stimmt. Das habe ich auch gemerkt. Das stimmt. Und ich bin so zufrieden. Ich ärgere mich manchmal, wenn mit dem Wohnmobil was nicht stimmt. Wenn zum Beispiel einen Wasserbruch habe oder sowas. Oder die Elektrik, die ist sehr sensibel und so. Da ärgere ich mich und da sage ich, scheiß Wohnmobil. Und danach sage ich mir, komm, andra tutto bene. Andra tutto bene. Mhm. Und ich fühle mich sowas von wohl dabei. Einsam bin ich manchmal. Also ich bin viel alleine. Aber am wenigsten alleine bin ich in Italien. Weil die Italiener, wo ich auch hinkomme, schon bin ich unter Italienern. Mhm. Ne? Mhm. Und das tut mir sehr gut. Aber man kann ja auch nicht alleine sein und trotzdem einsam. Einsam ist was anderes. Mhm. Und das bin ich ab und zu, dass ich mir denke, und ich immer seltener, vom Bett aus, die Brigitte hat rechts von mir geschlafen. Ne? Und in der Früh oder nachts die Hand ausgestreckt. Das ist mir am Anfang häufig passiert, wo ich gemerkt habe, es ist flach, da ist nichts. Mhm. Und jetzt ab und zu, einmal im halben Jahr, strecke ich die Hand aus und merke, dass ich alleine bin. Oder? Aber jetzt liegt manchmal Ella da. Ja, die auch, ja. Mhm. Das heißt, eine echte Einsamkeit. Ich war eher einsam, als ich nicht alleine war. Mit der Brigitte war ich oft einsam. Mhm. Einsamkeit heißt, nicht aufgenommen sein. Mhm. Nicht gemocht zu werden. Mhm. Ne? Ich glaube, die Menschen sind am einsamsten, wenn sie das Gefühl haben, dass sie keiner mag, dass sie keiner vermisst. Mhm. Ne? Mhm. Ja, das hat mit Einsamkeit zu tun. Ja, da ist viel Wahres dran. Aber die Vorteile von dem, ich habe es mit Brigitte 2 Nächte probiert. Wieder. Und ich war froh, wie sie wieder weg war. Mhm. Mhm. Und zum Rauchen höre ich auch noch auf.